Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zur Game of Dwarves. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir Helland abgeschlossen und uns des orangenen Magiers bemächtigt und seines Kristalls. Jo. Erst roter Magier, dann blauer Magier, dann grüner Magier, dann orangener Magier. Also kommt jetzt als nächstes der gelbe Magier. Dann kriegen wir auch den letzten Kristall, den lilanen. Mit dem wir uns dann mit Magikus, dem Magikus anlegen können. Jo. Aber vorher erstmal kurz gucken. Genau, wir haben bereits Glück freigeschalten im Wirtschaftstree. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Rohstoffe aus Blöcken, was sehr nice ist. Schon mal. Wir brauchen 300 Einfluss für die nächste Stufe. Das könnten wir schon in der Mission hier schaffen. Und dann geht's weiter. Also, wir starten jetzt erstmal die Katakomben. In die Catacombs. Bevor wir uns dann wieder in den Gefahrenbereich begeben und den gelben Magier herausfordern. Also. So, ich hoffe, es sind alle da. Wow, haben wir den kleinen Raum hier. Now, what's going on? Puh, die Luft hier ist so trocken, als ob sie voller Staub wäre. Wer hatte eigentlich die Idee, hierher zu kommen? Aber da wir schon mal da sind, können wir uns auch gleich umsehen, ob hier etwas zu finden gibt. So, ja. Gut. Erstmal gucken wir, dass wir die Räumlichkeiten etwas größer machen. Wie viele Grabezwerge haben wir? Nur gerade mal einen. Fordere ich also gleich den zweiten mit an. Und ja, das hier ist wirklich eng. Was ist mit diesem Teil von Windhaff los? Das ganze Gebiet ist einfach widerlich. Das ganze Gebiet ist auf jeden Fall seltsam. Ich glaube, ich sorge auf jeden Fall dann demnächst mal für Training. Weil so wie es aussieht, der einzige Hauptweg geht da in diesen Raum rein. So, neuer Jungzwerg, du wirst gleich ein Bergarbeiter. Oh, ein bisschen Stein. Wenn nicht, müssen wir halt hier so eine Art Behelfsfestung einrichten. Wenn uns der Platz hier nicht großartig reicht und hilft. Also können wir schon mal das hier umstellen. Und können schon mal hier zwei Trainingsgeräte errichten. Da wir ja ein bisschen Eisen haben, wählen wir gleich das gute Zeug. Und ja, da haben wir wohl unseren Garten. Oh, wir haben gleich sogar schon einen Armbrustschützen und einen Krieger. So. Ach, wir können im Augenblick nur die billigen Forschungstische bauen. Und die billigen Pflanzen. Das finde ich jetzt irgendwie seltsam in dieser Mission. Na gut, da muss halt der billige Forschungstisch herhalten. So, wir haben hier alles ausgebuddelt, was wir ausbuddeln konnten. Ah,
wie platziere ich den jetzt am besten? Hier in der Ecke bringt er mir nichts. In der Ecke bringt er mir... Wo bringt er mir am besten was? Hier? Hier vorne? Nein. Das ist jetzt gut. Wo bringt der Stein mir am ehesten was? Platzieren wir ihn einfach mal, dass er gebaut wird. So, das heißt, wir graben mal schon mal ein bisschen in die Richtung und gucken, wie weit das um Digium geht. Reichtum gesammelt. Grabräuberzwerge, lesen wir uns mal die Quests durch, wer da gearbeitet wird. Dieses Gebiet ist wahrscheinlich ziemlich groß. Hier muss es doch etwas Interessantes zu finden geben. Wir sollten um die Siedlung herum graben und nachsehen, ob sich hier irgendwas vom Wert befindet. Was kann dabei schon schief gehen? Tafelleser. Vermutlich gibt es hier noch viele Tafeln, die uns von den damaligen Geschehnissen berichten können. Wenn wir genug von ihnen lesen, sollten wir eine recht gute Vorstellung dessen bekommen können, was sich in den letzten Jahren in diesem Gebiet zugetragen hat. Reine Knochenarbeit. Die Feinde werden sich nicht selbst besiegen. Wir sind schon sehr weit gekommen und benötigen einen angemessenen Test unserer Kampffähigkeiten. Wenn wir nicht mindestens 50 der Feinde töten, die wir hier finden, wird Helmfall wohl kaum beeindruckt sein. Platinrekord. Platin ist ein äußerst seltenes Material, aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass wir hier große Vorkommen davon finden könnten. Ich weiß zwar nicht, warum hier so viel davon übrig sein sollte, aber ich werde es mir nicht entgehen lassen. Wir sollten überprüfen, ob unsere Lagerkapazität für eine derart große Anhäufung von Reichtum ausreicht. Ja. Egal wie ich es mache, ich kann nur 5 Pflanzen hier platzieren, oder? Na, so klappt das schon mal erst recht nicht. 1, 2. Ja, also der darf auf jeden Fall nicht in die Mitte. Sondern sollte hier stehen. Dann könnte ich so... Ja, so könnte ich 6 Pflanzen platzieren. Das dürfte aufgehen. Also 3 Holzpflanzen hier. Und 3 Karottenpflanzen erstmal. Und dann hole ich mir auch gleich noch einen Jungzwerg, der Arbeiter wird. Und ja, grab das hier auch noch aus. Wenn ich das richtig sehe, haben wir nicht mal einen Weg nach oben dieses Mal. Oh, dafür haben wir hier oben die Spinne. Jo, das bedeutet, wir... können hier alles... ausheben. Oh, hier wäre auch noch ein Block zum Ausheben. Ja, ob ich an das Eisen gerne da oben ran möchte, ist die Frage.
stelle mal den Tisch kurz um, dass die auch da was ausbuddeln können, sobald sie aufgestanden sind. So. Ne, den Durchgang da können wir lassen. Dann müssen wir halt den Raum noch zwei Felder nach oben erweitern. Ach, oder die, das Ding kommen wir, kommen gar nicht an die Pflanzen ran, weil hier was im Weg steht. Stell mal die Beleuchtung da in die Ecke. So. Du kannst dich wieder hier hinten hin zurückziehen. Und da weiter forschen. Wir hätten theoretisch das Turmalin für einen zweiten Forscher noch. Und du wirst bitte ein Arbeiter. So, das hier noch ausheben. Und ja, ich höre Spinnenbeine. Und ich sehe gerade, dass da ist ein richtig großer Raum da hinten. Beliebtheit fällt gerade ein bisschen. Das ist auch nicht so gut. Zweite Luft wäre erstmal nicht schlecht. Wo ist mein zweiter Bergarbeiter? So, der ist dort. Benutze ich mal ein bisschen Stein, um meine Festung zu verschönern. So, das kann ich ja später alles umpflanzen. Pflanschen. Wobei hier bleibt das ja Stein. So. Jetzt machen wir mal so eine Art Gerüstbauerspiel, dass wir auch hier oben alles wegkriegen, außer die Wand hier drüben. Das würde ich nämlich ganz so lassen, wie es ist. So. Du kannst ruhig mal runterfallen. Naja, die Konstruktion. Hier sieht das wieder ein bisschen komischer aus mit den Steinen. So, hier brauchen wir noch ausgeräumt. So. Jetzt können sie da hoch und können das noch alles abbauen.